Sie sind hier, 4. Januar 2019, 8.30 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern mit Darius Wosch geht Hertha BSC beim AOK Traditionsmasters an den Start. Urheberrecht Imago München, Sport 1 zeigt das AOK Traditionsmasters und den Cup der öffentlichen Versicherungen live im TV. Zahlreiche Legenden sind bei den hochkarätig besetzten Turnieren am Start. Beim AOK Traditionsmasters in der Berliner Max-Schmeling-Halle geben sich vor toller Kulisse auch in diesem Jahr wieder die Legendenmannschaften namhafter Clubs die Ehre. Zum 10. Geburtstag wird das Turnier erstmals mit 8 Teams über 2 Tage ausgetragen. In der Gruppe A spielen Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Tottenham Hotspur und Sparta Prag. In der Gruppe B kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Außerdem sind der FC Barcelona und der Karlsruher SC mit dabei. Sport 1 überträgt am Freitag 4. Januar und Samstag 5. Januar jeweils live ab 16.30 Uhr im TV. Am Freitag 4. Januar sind die AOK Traditionsmasters zudem auf Sport 1 und im kostenlosen Livestream auf sport1.de in voller Länge zu sehen. Heiße Duelle in Oldenburg garantiert auch in der EWE Arena Oldenburg messen sich beim Cup der öffentlichen Versicherungen namhafte nationale und internationale Traditionsteams auf dem Kunstrasen. Bereits seit 2004 lädt Ex-Nationaltorwart Dieter Burdenski zum Hallenturnier ein und das mit Erfolg, denn die Arena ist regelmäßig ausverkauft. Diesmal treffen in der Gruppe A der VfB Oldenburg, Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon aufeinander, in der Gruppe B duellieren sich Werder Bremen, Hannover 96 und der FC Schalke 04. Sport 1 zeigt das spannende Turnier am Freitag, 5. Januar, live ab 18.30 Uhr im TV, so können Sie die Hallenturniere live verfolgen. AOK Traditionsmasters, TV Sport 1. TV Sport 1 Livestream, sport1.de. Die Sendezeiten auf Sport 1 im Überblick. Die Sendezeiten auf Sport 1 im Überblick. Urheberrecht Sport 1. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Berg. Mehr.